Einen wunderschönen guten Abend, liebe Leute. Sonntag, Community Stream. So, wir warten noch auf Zeuswerter. Der hat sich War Thunder gewünscht heute. Ja, er wird hosten, ich werde dazu stoßen. Und dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. So, ich würde sagen, ich springe einfach mal hier runter ins Spiel. Oh, jetzt sind wir drin. Jetzt sind wir drin. Und jetzt? Und jetzt? Keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ist dein Wunschstream. Starte einfach, ich mach mit. Ich hab keine Ahnung mehr, wie das funktioniert. Ich muss da irgendwie erstmal wieder reinkommen. Ja, dann machen wir Arcade-Luftschlachten bei realistischen Panzerschlachten. Ja, das können wir, glaube ich, knicken. Man kann es ja aber nachher mal probieren, wenn Torvald da ist, mal eine Runde. Ja, klar, probieren können wir das. Auf jeden Fall. Weil besonders Panzer ist realistisch deutlich besser, besonders mit Panzerjäger. Ja. Gut, Luftschlachten ist gar nicht so meins, aber wir testen einfach mal. Luftschlachten ist tatsächlich, was in Arcade noch geht. Ja. Auf niedrig. Muss nur gucken, welche Nation ich fliege. Ich bin ja eher so mit dem Schiff unterwegs. Ja, die solltest du vielleicht mal rausnehmen. Wie, warum? Ja, die bringen dir in der Luft ja nichts. Ja. Achso, muss ich dann jetzt schon auswählen, oder was? Jo. Guck mal hier. Um fortzufahren musst du... Okay. So. Das ist immer eine Qual, hier auszusuchen. Ja gut, ich habe ja noch nichts Großartiges. Ja, ich habe viel zu viel. Kein verfügbares Fahrzeug. Hä, wieso steht er jetzt wieder auf Seeschlachten? Ausbildungskurse. Was? Was ist hier denn los? Nicht ausgebildet oder was? Ja, irgendwie sagt er das. Wenn ich zur Fahrzeug wechseln gehe. Ne. Wenn ich auf bereit drücken. Ah, jetzt. Jetzt geht's, ja. Spielmodus von Geschwaderführer geändert. Ah, jetzt ja. Kampfeinstufung 1,7. Ja, ich hab dreimal denselben Flieger dabei, nur mit anderen Namen. Oh, okay. Ich habe drei verschiedene. Nee, doch drei verschiedene. Ja. Gucken wir mal. So. Ja, das passt doch. Ich habe da sogar schon die Medaille hier. Ich bin Held von Stalingrad, also passt das doch. Der Held vom Erdbeerfeld. Das auch. Oh, es ist laut. Alter. Okay, warte mal kurz. Ich muss das mal eben hier ein bisschen... Ja, ich komme. Ich fliege ja auch zu dir runter. Ah, okay. So, wo sind wir denn hier? War eine schöne Feuerrate. Ich bin hinter dir. Ja, warte, ich muss den... Muss ich lauter machen. So. Ah ja, da ist er. Ey. Ist keine realistische Luftschlacht, also kann ich den hier abschießen. So ist gut. Okay. Aber ich habe einen Bordschützen. Ja. Ey, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht. Wie kann ich denn schneller, langsamer machen?
Ah, das weißt du nicht, weil PC, ne? Da ist doch mal so Tastatur. Ach so, ja. Dann wird's das die Mit gleiche Steuerung W. sein, ne? Mit W beschleunigt man und. Aber Also wenn ich W drücke, dann zieht er die Nase nach unten. kann auch sein, dass du eine andere Einstellung hast. Standard. Das müssen wir gleich mal ein bisschen mit den Einstellungen rumprobieren hier. Ja. Dafür ist auch Customs gut. Zum rumprobieren. Ich drücke mal ein paar Knöpfe, gucken, was passiert. Ah, ich glaube, Mausrad ist Geschwindigkeit. Hä? Wieso kann ich nicht schießen? Aircraft finished oft. Jetzt kann ich schießen. Ich bin halt so gesehen die Mini A10. Oh, ich sehe mein Crosshair gar nicht. Einer hinten dran. Vor allem lade ich in 10 Sekunden nach. Das ist das Gute. War das ein Spitfire? Ja, okay. Aber ich muss dich lauter Schwerer machen. Schaden. Flugzeug zerstört. Ich muss beziehungsweise das Spiel leiser machen, dass ich dich besser höre. So. Wo sind sie alle hin? Aber schon mal. Eine Abschusshilfe hast du schon. Ja. Oder hat sich gerade einer geopfert? Kann ich Jo, hast nicht du. auch Ziele anvisieren, also so locken? Das war doch auch irgendwie, ne? Ja, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Taste heißt. Das geht auf jeden Fall. Ja, ich drück mal ein bisschen. Sonst Oh. probieren wir gleich mal ein paar Einstellung bei dir aus. Ja. Oh, hier. Irgendeine HE-112. Die Dinger mag ich gar nicht. Ich kann fahren. Oh, wer ist mir hinten reingeflogen? Das kann ich gar nicht gebrauchen. Ja, klar. Oh, wie lange lädt denn der nach? Jetzt. Toll, es hat eine andere abgeschossen. Vier Kills. Jetzt komme ich in den Amig. Oh, da habe ich einer voll erwischt. Ich gehe zu Ja, Boden. passiert. Solange der Pilot noch lebt, kann man noch fliegen. Oh, du wirst immer leiser, ey. Das kann doch nicht. Was ist denn da Ja, keine los? Ahnung. Also der Ausschlag ist riesig, aber ich höre dich kaum. Das ist ja merkwürdig. Komisch. Ja, finde ich auch. Aber sehen, ob Toffel noch zu uns stößt. Ja, hat gemeint, er weiß noch nicht. Hab gestern mit ihm gesprochen. Wenn es passt, kommt er rein. Jo. Mag die Mick. Irgendwas stimmt hier nicht mit dem Sound. Haben will. Ich mag Luftzielmunition.
Ja, ich habe nur eine Kanone, so wie das aussieht. So ein alter Doppeldecker. Ja, mit Standardmunition noch geladen. Ja. Was will denn der Torpedobomber von mir? So, wo bist du? Du bist. Mal gucken. Ich biege tief. Ach, da unten bist du. Ich bin Rüdiger. Ich mag Luftziehmunition. Kaputt. Liegt auch eine HE-51. Ja, genau. BRK 4535. Den schnappen wir uns. Oh ne, hier. Das einer noch früher da. Verbeugt. Irgendwas klebt mir am Arsch. Zack. Oh Gott, das ist eine BF-109. Zum Glück keine K4. Kein Schimmer. Oh. Die K4 ist die letzte, die man erforschen kann. Aha. Und die hat 30mm Kanonen. Oh, okay. Die macht Aua. Ja, klingt ordentlich. So, letzte Maschine. Gucken wir mal. Ja, ich hab noch ein paar. Hi, 112. Dürfte eigentlich gleich vorbei sein. Ja. Wir haben den Flugplatz. Der kein Flugplatz ist, aber. Also rot ist mal ganz schön am Abkacken. Wahnsinn. Jo. Gleich haben wir's. 7 Kills, 3 Abschusshilfen, 2 Verluste. Gute Quote für das BR. Ja. Kannst du auch mal meinen Wehrpass anschauen. Boah, was auch immer das ist. Da siehst du alles, was ich gefahren habe und besitze. Ja. Okay. Musst du über mein Profil. Gehst auf mein entworfenes Profil und dann. Habe ich Arcade und realistisch. Spielerkarte. Aber meistens bei realistisch. 2137 Missionen. Alter. Jo. Nicht schlecht. 3119 Siege auf realistisch. Okay. 6700 Missionen. Oh. Alter. Krass. Krass. Ist ein bisschen was. Ja, kann man nicht meckern. Was sind denn hier inaktive Gegenstände? Die sind doch aktiv. Ja, die Booster sollte man lieber nicht aktivieren, die bringen nur Pech. Meinst du? Die bringen nur Pech. So. Nämlich auch mal Deutschland. Kann man was beschleunigen? Ah, nein. Muss ich Dinge kaufen? Nee. Ja.
Boah, ich habe überhaupt keine Ahnung mehr von dem Ding. Das ist. Gibt's auch noch eine Donnerstag-DH3 da? Hatte, nee, warte mal, wer hier war denn das? Ach, keine Ahnung. Ich finde das so merkwürdig mit dem Sound. Ich höre das Spiel so laut, aber da ist überhaupt kein Ausschlag in OBS. Verstehe ich nicht. Ja. Komisch. So. Nichts realistisches an sich. Natürlich ist die auf 2-0. Das hasse ich ja, diese neuen BRM-Änderungen hier. Was ist das? Na, jetzt 1-3. Das ist Ja. das BR. Ja, und was bedeutet das? Battle Rating. Ah, Battle Je höher Rating. du bist, umso höher wirst du auch eingestuft. Ah, ja, okay. Verstehe. Ich könnte dich auch gleich auf 11-7 mit hochschleppen. Ich glaube, ich mache gleich mal den Gegner ein bisschen Angst. Schon wieder Stalingrad. Wollte ich nicht. Ja gut, ich sag mal, bei Luftschlachten ist es jetzt nicht so ausschlaggebend. Nur diesmal andere Seite. Ah ja, stimmt. Also ich bin ein bisschen höher als du, ne? Ja. Ich muss noch ein bisschen mit dem Sound 3.500 hier Meter. sp ein bisschen mit dem Sound hier spielen. Ich finde das zum Kotzen. Jedes Mal, wenn ich in OBS reingehe, ist der Sound weg. Kann ich dann schlecht justieren. Muss ich mal so ein bisschen rantasten. So. Probieren wir mal. So. Den Bomberbegleitschutz. Obwohl die Bomber hier komplett nutzlos sind. Oh, jetzt höre ich dich wieder nicht. Was ist das für eine Scheiße, ey? Ich habe keine Ahnung. Ne, jetzt ist das Spiel wieder sau laut. Was soll das denn? Kann sich keiner entscheiden hier. Aber man hört mich kommen. Das ist so ein Kack hier. Warte mal, Discord. Wie kann ich denn im Discord den Sound anpassen? Einstellungen. Sprach- und Videochat. Oh, da leckt jemand. Boah, ich habe keine Ahnung, ey. So. Ey. Ist ja schön, dass das Spiel nicht pausiert, wenn man da gerade draußen ist. Das ist nicht so. Ich habe ja Bremsklappen. Oh, ich habe Doppelkill gemacht.
Warum ist das so laut? Also. Warte mal. So, gehen wir hier hin. Wo ist denn das Spiel? Das ist hier drin. Ich bin gerade mal guter Stuka-Pilot. Ah, warte mal. Jetzt könnte es besser gehen. Wird's gehen oder? Bitte? Wird's gehen oder? Ja, das kriege ich hin. Das kriege ich hin. Da war wieder ein Update von Nvidia und der verstellt immer die ganzen Soundeinstellungen. Jetzt habe ich da wieder zusammengebastelt. Aber ich glaube, jetzt geht das. So, ich komme rein mit dem zweiten Flugzeug. Ja, das klingt doch schon viel besser. Ich muss auch mal ein Flugzeug wechseln hier. Das kann ich dich auch wieder lauter machen. Ja, kann man, muss man aber nicht. Und das Spiel auch ein bisschen lauter machen. So. Ich bin ein Messerschmidt. Die gute alte Messerschmidt. Na, so gut ist sie nicht, aber. Ist ja, die da, einzige, damals war sie gut, ja. War berühmt. Mach ich das hier nochmal eben weg. So. Okay. So. Ja, Sound ist viel besser jetzt. Das hätte ins Auge gehen können eben. Boah. Alter, der hat mich getroffen. Also mit seinem Flügel. Ja, das passiert auch manchmal. Was, Maverick? Der Satz macht nicht so Sinn. Taktik in der Hand, die ich selbst ausgedacht habe. Oh, okay. Russisches Kamikaze. Aha, ja. Das ist aber nämlich das einzige Kamikaze, was funktioniert. Okay. So einfach drauf fliegen auf die anderen. Ja, aber man braucht Bomben. Oh. Das klingt interessant. Funktioniert auch in Realität. Funktioniert am besten in realistischen Panzerschlachten. Hä, Maverick, wir haben gerade erst angefangen. Der Stream mit Zeus ging nicht so lange wie der Stream mit mir. Wir sind doch noch mittendrin. Was? Kein Propeller mehr. Hast du mich reden gerade oder was? Nee. Hab gerade im Chat gelesen. Meinst du letzten Sonntag, das ist Fortnite, Maverick? Nee, ich hab's nicht verstanden.
Ah, hat mich schon wieder einer. Ne? Kollidiert. Was soll das denn? So, Zuschauermodus. Ja, guck ich dir mal zu. Ach so, meinst du Maverick? Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Das stimmt, ja. Das stimmt. Also so wenig XP. Die Forschung wurde abgeschlossen. Ich bestelle mal. Ja, für die zwei Runden 300 Erfahrung gekriegt. Und ich brauche 33.000. Oh. Für meinen nächsten Flieger. Was ist das? Also ich verstehe überhaupt nichts hier. Ich drücke einfach. Drücken, drücken, drücken. So, bereit. Was wir drücken am einfachsten. Eben. Einfach mal durchklicken, gucken, was passiert. Jo. Ich habe sogar ein Flammenwerferboot. Oh, cool. Ich hab's noch nie ausprobiert. Dann wird's Zeit. Ja, so die, das Ding ist so lahmarschig, so weit komme ich gar nicht. Ja. Höchstgeschwindigkeit 15,7 km/h. Okay. Das Ding ist fast ein bisschen schneller als T95. Kann das sein, dass ich nur zwei Panzer habe? Deswegen ja, zwei Reservepanzer hat man zum Anfang. Nee, allgemein. Der zeigt mir jetzt nur zwei an. Ja. Nee, drei hat man bei Deutschland. Zeigt mir nur zwei. Let's go. Aber sehen, wie du dich in realistisch schlägst. Oh, noch schlechter wahrscheinlich. Einfach mit mir, dann passiert schon nichts. Und genau, ich bleib hinter dir. Gehen wir wenigstens zu zweit runter. Richtig. Wenn das Spiel die Kombi mag überhaupt. Ja. Oh, jetzt. Die Schlacht beginnt. Oh. Die Map bräuchte ich eigentlich als Schwede. Da, ja, ich habe nur zwei Fahrzeuge. In die Schlacht. 50 SP. Was? Ja, ich spawne links. Ja, das sind die wieder ein Fahrzeugpunkte. Okay. Die verbrauchst du beim Einstieg. Ja, ich bin da. Ah, die kenne ich. Die kenne ich, die Map. Da, wo bist du denn? Ach, bist du auf der anderen Seite gespawnt? Ja. Ihr habt doch gesagt, wir spawnen links. Hätte ich mir das aussuchen können? Ja. Okay. Das kommt schnell rübergefahren, so schnell bin ich nämlich nicht. Ja, bin auf dem Weg. Ich bin ein Schiff. Ein Schiff? So ein schwerer Kreuzer. Eigentlich könnte man sagen, experimenteller Kreuzer. Aha.
Nur die Piratenflagge. Aber wenigstens Wüstentaler. Ja, stimmt. Jetzt sehe ich es auch. Ich schalte mal mit Kills frei. Boah, meine wird immer langsamer. Ist halt ein Hügel, ne? Ja. Ich habe die Schweden im Team. Nee, das mag meine Panzerung gar nicht. Alter Schwede quasi. Die Schweden haben die stärkste Munition auf diesem BR. Wo? Ich sehe gar da, da hinten ja anscheinend. Ja, Vorsicht, da. Da. Wo? Ach, da. Aua. Boah, ist schwer zu sehen. Ja, ich kann nicht helfen. Mein Hauptdruck ist ausgefallen. Oh. Das, so ist mein Motor im Arsch. Oh, bei mir ist alles am Arsch. Ich wurde zerstört. Ja. Ist aber auch eine blöde Map. Ja, ist nicht viel Raum zum Verstecken, ne? Besatzung. Map ist eigentlich ganz gut, aber auf diesen BR ist halt Mist. Aha. Gerichtsschütze rausgenommen. Mein Panzer ist so gut wie am Arsch. Ich habe nur noch 2 Mann von 10. Ups. Achso, da kann man ja auch reparieren, ne? Und so ein Kram. Ich weiß gar nichts mehr über das Spiel. Als hätte ich es noch nie gespielt. Unglaublich. Hab einen Kill gekriegt. Gab's da auch ein Zielfernrohr, ne? Irgendwie. Ja. Wie war das denn? Oh, ich bin schon tot. Vergiss es. 2 Treffer tot. Hast du über STRG da. Ah, ganz okay. Links. Steuerung. Ja. Also jetzt hole ich meine ultimative Waffe raus. So, ich bin... Man nennt's auch die Blärtenmaschine. Ich bin am Ende. Guck mal, ob ich die finde irgendwo. Da hinten ist ein Franzose. Da spielt ein Franzose auf dem BR. Merde. Das BR habe ich mir da durchgekauft. Ich hab Bock gerade da durchzuspielen, richtig. Lautstärke hier regeln von dem Spiel, während ich tot bin. Das knallt ja schon ganz schön laut, ne? Aber manchmal muss man hier auch defensiver spielen. Ja, gerade bei realistisch halt, ne? Da musst du vorsichtig sein. Ja. Es ist schwer für mich, die anderen zu finden. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahren soll und so. Manchmal ist es auch besser, einfach hinter einem Stein zu warten und sich umzuschauen. Denke ich auch. War das ein M22?
hat ein Franzose meinen Turmdrehkranz rausgehauen. Genau, nimm das Gebiet ein. Mitnehmen werde ich es nicht, weil es zu gefährlich ist, aber zurücksetzen kann ich es. Dein Panzer ist schnell, ne? Kann das sein? Hä? Der ist ganz schön schnell. Im Vergleich zu meinem. Ist auch sowjetische Qualität. Ja. Oh, schau mal. Da habe ich einen übersehen. Ja. Der dich aber auch. Sieht dich gar nicht. Aber so gut ist er auch wieder weg. Würde ich dir auch eher empfehlen, die Nation anzufangen. Anfängerfreundlicher. Ja, okay. Oh, Toffel ist da. Einen wunderschönen guten Abend, Toffel. Noch ein. Moin, moin. Hast Bock, Toffel? Willst du mit einsteigen? Ja, alles wird soweit. Alles wird, danke. Und selbst? Ich sterbe hier andauernd. Oh. Sind sehr viele. Ja, ich hat's auch zerrissen. Genosse. Was hier? Jo, eben. Ah, hier. Auch cool. Muss ich drei teilen, Toffel? Bist du im Stress? Hab eine Anfrage für PUBG, WT oder Valorant. Schwierig. Aber erster Platz. Da, Silber Abzeichen. Mission gescheitert. Bereit. Ausbildungskurse. Möchtest du den Grundlagenkurs abschließen? Nein, möchte ich nicht. Spam-Werbung. Ja, aber echt. Hast ich fahre mal einen Minenpanzer. Ein was? Ich fahre mal einen sehr kleinen Panzer. Einen kleinen Panzer? Also sehr klein. Quasi ein Mini Cooper des Zweiten Weltkriegs. Ja, ich habe tatsächlich nur zwei Fahrzeuge, ne? Warte mal. Drei eigentlich. Muss mal bei Forschung reingehen und dann den dritten auswählen. Okay, Forschung. Panzer 3E, den Panzer 3B müssen wir es noch haben. Der ist mit dem Panzer 3E mit drin. Also 3E habe ich und 35. Ja, dann einmal in den Forschungstree und dann. Ah, da wurde Reserve angezeigt wird. Einmal raufklicken. Oben meinst also nicht der Panzer 35, sondern den Panzer 3. Panzer 3F. Nee, der zählt nicht mehr dazu. Muss schon bei Reserve raufklicken. Okay. Also den da drüber. Besatzung auswählen. Die da. Oh, ich raff das nicht. Besatzung auswählen. Ah ja, jetzt. K.
Kann ich denn da noch mehr? Ja. Nee. Jetzt habe ich auch 3, okay. So, dann bin ich einfach mal bereit. Achso, die Forschungen sind noch nicht abgeschlossen von den anderen. Nee. Ja. Ich habe ihn auch schon. Aber ich mag die Anfangspanzer von Deutschland nicht so. Ja, wie gesagt, ich kenne mich da nicht aus. Das ist. Die Türme sind viel zu langsam. Langsam sind sie, das kann ich bestätigen. Das nervt. Osteuropa. Willkommen. So. So, ich brauche jetzt einen Xabba. Ja. Oh ja, der ist echt klein. Ich bin hinter das dir. Das ist nicht mal den ich fahren wollte, aber der passt halt gerade. Ja. Außerdem muss ich den noch ausbauen. Oh, der schießt nur auf mich. Schweine. Ganz schön schnell, dieser kleine Flitzer hier. Ja, ich komme nicht hinterher. Dafür, dass das Ding so gut wie null ausgebaut ist. So, und die anderen wollen mich abdrängen von der Straße? Was seid denn ihr für Vollidioten? Hä? Die anderen, die da mitfahren. Das sind so eine Kraftfahrzeuge. Probier mich da abzudrängen, um vorbeizukommen. Ich bin schneller als du. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin ungarische Qualität. Mit kaum Durchschlag. Aber schnell. Da ist ein LVD. Was für ein Ding. Da fährt was. Oh, komm. Beweg den Turm, Alter. Boah, bin schon tot. Oder gleich. Ich kann nicht mehr fahren. Tot. Oh, das war ein sehr gefährliches Geschütz. Ja, macht ja Riesenspaß, wenn man da ständig stirbt. Scheiße, ich brauche Hilfe. Hilfe. Oh. Sonderkraftfahrzeuge sind so nicht zu gebrauchen. Oh, der Turm ist echt wahnsinnig langsam. Alter. Nachteil. Aber gewaltig. Selbst der Mausturm noch schneller. Oh, das gibt's ja gar nicht, wie das hinterherzieht. Alter. Wer baut denn sowas? Deutsche. Ja. Manchmal musst du auch mit dem Antrieb mitfahren, dass du schneller umdrehst, weißt du? Ja, ja, Turm. Genau. Genau. Da muss man sich dran gewöhnen. Ist beim Panther aber auch so bei den ersten beiden. Mhm. Da hinten ballert was. Ja, das war eine Bombe. Aber ich wollte gerade. Ich zieh hoch und flieg direkt in den rein. Vor mir ist gerade ein Flugzeug runtergefallen. Ja, das war gerade ein Doppeldecker. Mhm. Und ich. Boah. Alter, ich häng. Hat das jetzt nur mit Toffel? Der wird wahrscheinlich nicht reinkommen, so das aussieht. Muss ich noch entscheiden. Alter, das ist doch.
Also was ein Scheißdreck, das macht doch keinen Spaß. Da siehst du Kannst mal ja ein auch Ki Nationen wechseln. Was? Kannst ja auch noch Nationen wechseln. Ja, das bringt auch nichts. Realistische Schlachten und so, das ist einfach nichts für mich. Ich bin Anfänger. Da siehst du den Gegner, willst hinzielen und musst erstmal gefühlt 2 Minuten warten, bis die Kanone da hinterherkommt. Bis dahin bin ich schon längst tot. Solche Spiele sind der Grund, warum ich nicht online spiele. Weil das ist bei Call of Duty oder so ist es genauso. Da gehst du rein, überlebst, wenn du Glück hast, 10 Sekunden und bist wieder am Arsch. Oh. Da musst du erst Erfahrung sammeln, Profi werden, um da überhaupt mitspielen zu können. Und da habe ich gar nicht die Geduld dafür. Ja, ich warte mal auf dich. Und wo war der jetzt? Wow. Ich hasse Briten. Ich kann froh sein, dass ich nicht mit meinem FV 4005 hier bin. Er muss irgendwo da sein, wenn er nicht schon Oh. zerstört ist. Alter, leck mich. So eine Scheiße, ey. Das macht keinen Spaß. Ich hab ihn erwischt. Wir können ja auch Jo. gleich mal Naval machen. Was für ein Ding? Naval. Was auch immer das ist. Der Marine. Ach so. Das können wir machen, ja. Bei Lothier Marine spiele ich alle wissen so mit. Ja. Ja, aber das hier ist völliger Schwachsinn für mich. Als Anfänger mit so scheiß Dingern da rumzufahren und dann noch auf realistisch, das ist völliger Schwachsinn. Nee, dafür fisch bin ich kein Gutschein. Cooles Nee, Auto. Anti-Tank mit der Flak machen. Oh, schon tot. Jo, also bei der Flak kümmert es mich nicht, wenn die raus ist. Für ein paar Minuten. Meine Schiffe sind bereit. Achso, muss ich raus hier, zurück zum Hangar, ne? Ich warte die ganze Zeit, dass irgendwas passiert. So, dann zum Hangar. Ich habe eine Schlachttrophäe geöffnet. Aha. 60.000 irgendwas. Jo, gerne. So. Die Bismarck fehlt hier noch drinne hier. Die Bismarck. Ja. Hihi. Die Graf Spee auch. Aber wenigstens ist die Scharnhorst schon drin. Hochseeflotte. Okay. Besatzung auswählen. Zack. Sind das hier für Schiffe? Okay. Ja, gucken wir mal. Ja,
Und mit. So hoch bin ich aber auch noch nicht. Ich habe noch nicht mal die Ehre Steinbrink. Also ich habe jetzt einen Lux, Leopard und Anton Schmidt. Ja, Anton Schmidt ist zu hoch für mich noch. Okay. So oft spiele ich nicht Naval. Ja, durch das Placement, wo ich hatte, da war alles freigeschaltet. Ne? Ich konnte ja machen, was ich will. Das war schon ganz cool. Mit den fetten Schiffen da rumgefahren. Aber jetzt sieht das alles ein bisschen anders aus. Leider. Ich will jetzt erstmal die Stein bringen, dass ich meine Focke-Wulf mit den Torpedos mitnehmen kann. Da muss ich Japan mitnehmen. Wenn ich meine japanische Flotte da irgendwo finde. Oh, Erich Steinbrink, Besatzung auswählen. Oh, kann ich die... Um dieses Fahrzeug bedienen zu können, muss die Besatzung ein zusätzliches... Ja, mach doch. Okay. Was kann ich denn noch nehmen? Bestellen, Forschung, beschleunigen, K2. Gucken wir mal. Erstmal probieren wir denn. Was haben wir hier denn alles? So, jetzt. Ja, so Zerstörer fahren und so, das habe ich früher schon gern gemacht als Kind. Gab's voll die geilen Spiele auf C64 und Amiga und so. War echt cool. Oder U-Boot fahren war auch mega. Alle Mann auf Gefechtsstation. Motoren, Höchstgeschwindigkeit. Na, das sieht doch schon mal vernünftig aus hier. Da ist ein Zerstörer. Ah, Shift ist. Genau. Oh, die ballern schon. Ha, Treffer. Japan ist das Einzige, wo ich wirklich Naval ein bisschen gespielt habe. Aber auch nur um die Profilbilder freizuschalten. Aber irgendwann hatte ich dann keinen Bock mehr. Ja. Oh, Gefechtsbrücke zerstört. Oh, wie mache ich denn hier noch schneller? Alter, die machen mich total platt. Schiffsreparatur. Mitgenommen. Hält doch nicht vor mir an. Ausgebremst. Das ist keine gute Idee.
Das kann, muss ich da. Ah ja, da muss ich hin. Okay. Komm. Machen wir Torpedo klar. Bisschen drehen. Treffer, Treffer. Sehr ganz sehr guten Schaden ausgeteilt. Ja. Ich stecke aber auch ganz schön weit ein. Ich aber auch, ey. Die sind auf Hochtouren am Reparieren. Mein Bootchen geht's gar nicht so gut. Der Anton Schmidt da hinten geht's auch nicht gerade. Die hab ich gerade zerstört. Jawollo. Aber ich bin auch tot. Ich werde hier gerade im Kreuzfeuer genommen. Ich eile. Da hinten bist du, ja. Okay. Ah ja, hier ist W und S Geschwindigkeit. Muss man ja wissen. Oh, C zerstört. Immer Torpedobomben. Torpedos sind immer gut. Treffer. Aber auch die einzige Nation, die richtig eine Torpedobombe hat. USA hat zwar auch welche, aber Japan hat bessere Torpedos. Ja. Jetzt muss ich erstmal einen guten Torpedo-Anflug machen. Ich würde überlegen, wie das den Torpedo abschießt. Auswählen kann ich, aber wie schießt du den Torpedo ab? Genauso wie eine Bombe, nur dass der Torpedo dann. Ja. Ja, Bombe habe ich auch nicht abgeschossen. Ich weiß nicht, wie das geht. Offen und zerstört. Jawohl, sehr gut. Also wenn so. Ich eins kann, dann Torpedo abwerfen. Wenn ich gerade abgeschossen werde, ist die Wahrscheinlichkeit sogar hoch. Ja. Okay. Geil, die sind. Ah nein, habe ich wieder einer getroffen. Wollte gerade sagen, die sind sehr gut im Reparieren. Feuer löschen. Hey, Nummer 15. Oh, mein Torpedo ist wieder da. Das Flugzeug zerstört. Oh! Oh, Drecksack. Da hat einer Kamikaze gemacht. Ist mit seinem Flugzeug in mein Schiff geflogen. Tot. Das passiert auch manchmal. Mhm. Das Blöde ist, ich kann halt nicht zu dicht. Oh, da ist ein Stuker. Was macht ein Stuker hier? Stuker ist kein Torpedobomber. Oh, Erich Giese, dich will ich. Hier sind die Schiffsflags. Und nicht so stark wie eben. Höheren Bereich. Oh, drüber, schade.
Jetzt aber. Ja, der Torpedo wird nicht. Oh, der Torpedo hat sogar getroffen. Oh, wow. Ich dachte, der trifft nicht. Ah, Punkt für Zusammenarbeit. Perfekt. So, was bist du? Ein gutes Team. Ich bin Torpedo-Bomber und du. Genau. Ich schieße die Kanone. Das ist die Ablenkung. Richtig. Aber ich bin. Dabei ist meine nur 2-0. So, Aikiman, den schnappen wir uns. Ja, mein Torpedo ist wieder bereit. Oh, voll ich muss halt bereit. Nur auf das Wehrfeuer achten. Ja, der hat schon einige Flachs. So. Torpedo ausgewählt. Wie schießt sich das Scheißding ab? Ja, das war's. Ich glaube nicht, dass der Torpedo noch trifft. Nee. Noch ein Flugzeug Zack. Ist leider nicht drin. Kaputt ist er. Da, Red Fox Zerstörer. Ich komme jetzt ein kleines Brötchen rein. Warum macht er mir keine Zielmarkierung bei dem? Ja, das läuft super. Treffer, noch ein Treffer. Noch ein Treffer, jawohl. Komm schon, geh kaputt. Komm schon. Ich glaube, der repariert sich schneller, wie ich schießen kann, ey. Da. Erledigt. Die Torpedos hätten noch getroffen. Du hast erhalten. Abzeichen, blaues Auge. Cool. 30 Missionen gespielt. Glückwunsch, du hast einen Nebelgenerator erforscht. Aha. So. Whatever. Abteilung für Schadenskontrolle. Oh, cool. Das ist doch gut gelaufen. Ja. Besonders die 2 Kills mit Torpedos. Stimmt, lass mal in der Einstellung gucken. Nach der Steuerung. Das war echt zu schnell. Geh zurück. Da, Steuerung. Also, Hauptmaschine, bla bla bla. Schießen. Okay, Distanz. Ah doch.
Torpedos abfeuern. Leertaste. Okay. Wasserbomben. Minen. Mörser. Raketen. Nebelwand. Wer soll ich das alles merken? Ja, cool. Da macht doch schon mehr Spaß mit den Schiffen. Auf jeden Fall besser spielbar. Ja, definitiv. So, wo starten wir? Links würde ich behaupten. Und los. Ja, wir sind nebeneinander. Guck an. Da kommen schon die ersten Zerstörer. Ich habe wohl jetzt 27 mm Geschütze. Und du hast so kleine Flachs. Ja. Aber reicht. Für meine Zwecke. Ich habe gut was getroffen. Ja, ich bin auch ganz happy. Raumabschusshilfe. Hatte ich es auch schon ein paar Mal. Bin mir auch nicht sicher. Oh, ich treffe nicht mehr. Was ist da los? Ah, jetzt ja. PUBG hast du abgearbeitet, Toffel. Was kommt als nächstes? Valorant oder Schiffe versenken? Ich denke, machen wir doch hier schon. Toffel ist da ziemlich gut drin. War ein sehr kritischer Hit gerade. Alter, der hält was aus, ey. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt ist er kaputt. Wieder Abschusshilfe, ich glaube, es sagt. Ja, stand bei mir auch, komischerweise. Obwohl ich ihn getroffen habe. Ich glaube, ich muss mal einen Kamikaze-Fall an unserem Maiden auf. So, Erich Steinbrink wird gejagt.
Komm, Erich. Brauchst gar nicht flüchten. Geschossen und getroffen. Mach dich platt. Oh, fuck. Ein Berg. Oh, nein. Tornado. Torpedo. Du hast einen kleinen Freund bei dir. Ja, ja, genau. Oh, und da hab ich auch noch erwischt, der Sack. Ja, ich kann dir bloß nicht helfen, weil meine Geschütze nicht so weit rumplatzen. Ja. Da komm ich mit dem Leopard wieder rein. Aber ich krieg gerade diesen einen nicht verwenkt. Kurz mal Überblick verschaffen hier. Der muss doch mal runtergehen hier. So viele Schüsse, wie der schon passiert hat. Ich hab gerade ein Torpedo abgekriegt. Aua. Alle noch so weit weg? Okay. Oh, haben sie dich versenkt? Ich werde so oder so untergegangen. Ja. Mir fehlt so ein bisschen für den Kreis, doch Elo, ne? Bombe. Da, der ist viel näher. Da habe ich, glaube ich, bessere Chance, oder? Egal. Da habe ich angefangen, die mache ich jetzt fertig. So. Den. Torpedo Nummer 6. Oh, vorübergehend verwundbar. Gutes Zeichen. Schnell drauf. Ich nebel mal ein bisschen. Ziehe dich nicht so. Nimm dein Schicksal hin und stirb. Ja, mal schön ranzoomen hier. Jawohl, kaputt. Auf zum nächsten.
gar nicht unfähig. Bist du tot? Ich sehe dich gar nicht. Ah ne, da oben bist du. Ja, okay. Jawoll, auf zum nächsten. Jetzt. Ich war auch zu laggen. Kann ich jetzt nicht gebrauchen. Laggy? Uiuiui. Und zwar sehr laggy. Ich habe einen 325er Ping gerade. Ja, ich habe gerade einen 872. Ach, oh, ne, Twitch sagt auch also ich glaub, instabil. Das Ding, den ich mal hatte. Ja, das ist ordentlich. Oh. Weggeleckt, das Ding. Ah, oh, wo ist denn jetzt? Ja, einfach verschwunden, das Ding. Toll. Nehmen wir den. Ja, das kommt jetzt raus. Boah, 1000er Ping, Alter. Was ist denn los? Wie willst du denn da treffen? Gar nicht, ich bin rausgeflogen. Ja. Aber nicht aus dem Spiel. Ah, okay. Doch, grad schon. Alter, da darfst du aber auch kein Epileptiker sein, wie das da rumzittert. Aber manchmal passiert was Lustiges. Einfach vorbei. Ja, Toffel, hier ist 1000er Ping. Ganz, ganz übel. Der Modus, durch den zusätzliche Inhalte geladen werden, ist eingeschaltet. Ja, mach doch. Was weiß ich nicht. Hello. Ach, ein Toffel. Ja? Schon mal reingeschlichen hier. Ja, ja, durch die Hintertür. Boah, die Verbindung ist so übel heute, ne? 1000er Ping im Spiel. Twitch sagt mir auch, instabil. Übel, übel, übel. Es geht auf 1940 zu. 1940? Nee, 2040 war es bei mir. Aber vielleicht macht das ja eine Stunde. Oh. Mal weg, und Toffel ist da. Hm. Du musst weg. Wie? Jetzt schon? Ey, ich war nur kurz weg. Achso, Achso. Ich krieg eine Einladung. Stimmt. Warte, das kann ich tun. Warte mal, kann ich hier wieder raus? Ja. Freunde? Nachricht? Ah! Kann ich nicht? Wie kannst du nicht? Wer ist denn der Staffelführer? Ist Zoll Staffelführer? Ja, 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 Zoll ist der Staffelführer. Zoll habe ich nicht mal als Freund. Ja, ne? Genauso wenig wie Vorteil. Ja gut, der Vorteil mittlerweile schon, aber... So wie immer, Zeus oder? Ja, Zeus ja, Werter so 8708. Ja, komm, den nehmen wir doch hier den. Anfrage ist raus. Bringt mir halt nichts, weil ich Teufelsnamen noch brauche. Ach, du brauchst meine Daten auch noch? Ja. Toffel 68 892. Perfekt. Ah, da ist er. Erich Giese bestellen. Wie? Was? Was heißt bestellen?
Was willst du bestellen? Möchtest du wirklich Erich Giese bestellen? Die Kostenhilfe betragen 10.000. Ja, sicher, einpacken. Schleifchen drum. So, Besatzung auswählen. 3.000. Geld spielt keine Rolle. Alle Modifikationen auf dieser Ebene wurden erforscht. Ich glaube, das ist ein gutes Zeichen. Könnten, ja. So, ein Profilbild. Das ist ja nett. Wow. Ich habe hier das, was man freischalten kann im Lautiv. Oh ja. Die erste habe ich komplett voll. Okay. Nur die ganzen Nebelbilder fehlen mir noch. Forschung fürs nächste. Hau rein. Jo, das sieht doch ganz gut aus hier. Okay. Ich bin bright. Oh. Wieso kein verfügbares Fahrzeug? Wir machen kontrolliertes Custom Match. Kontrolliertes Custom Match? Was ist das denn? Jetzt gegen mich. Oh, keine Sorge, ich nehme nichts, so overpowered ist. Wir schießen auf ihn. Ja, ja, das klingt nach einem Plan. Keine Sorge, ich nehme nicht zu, overpowered ist. Bisschen fair muss ja auch sein. Ich verstehe nur nicht, warum er jetzt sagt, kein verfügbares Fahrzeug. Ja, weil es Panzerschlachten wird. Ach so. Ja, hier steht immer noch Seeschlachten. Ja, dann springen wir zurück auf Panzer, wa? Oh, Panzer kann ich doch nicht, so du Kack. Wie, du kannst Panzer nicht. Es wird Arcade-Schlachten. Also. Ah, Arcade, okay. Ja, vorhin hatten wir realistische Panzerschlachten, also kannst du völlig vergessen. So, hier ist ein Panzer. So, da muss ich mal gucken, was ich hier noch erforschen kann. Wir haben wenigstens etwas. Halt, hier. Muss mal. Her. Ah, können wir den mal erforschen. Und den. Achso, man kann immer nur einen. Ja, dann erforscht den. Könnt ihr auch mitnehmen, ne? Bitte? Ein Flugzeug oder zwei Flugzeuge könnt ihr auch mitnehmen. Ah, okay. Nö. Dann sterbe ich lieber im Panzer. Im Metallsarg. Ich muss Taubel noch bereit machen. Jo. Bereit. Dann kann er dir losgehen. Passwort. BR 2,3, ja. Aber ja, du auch. Welche damit? Was ist das denn jetzt? Und ihr das Custom Match Menü gesehen? Ich glaube nicht. Nö. Ich drücke einfach bereit. Bereit. Was auch immer das ist hier. Einfach bereit drücken. Genau. Ja. Im Krieg gibt es keine Regeln. Ich habe es ja noch. Einmal nicht bereit machen. Was? Wo, nicht bereit? Nicht bereit. Und dann steht unten Team wechseln. Okay. Einmal bitte zweimal drücken. Ah, okay. Jetzt sind wir blau und du rot. Jetzt verstehe ich's. Okay. Yeah! So. Jetzt dürft ihr drücken. Wir haben gedrückt. Ja, schon lang. Ach Gott. Polen. Eroberung von Polen, schön. Oha. Mia, einen wunderschönen guten Abend. Na du. Alles gut. Oh, geht schon los. In die Schlacht und vor den Schacht. Ja. Dann ist Schicht im Schacht. Ja. Jetzt wird's ernst, Leute. Deiner sieht ja geil aus. Hast du einen Sportpanzer oder so? Sieht richtig cool aus. Ja, noch Kronketten.
Ja, genau. Mit Spinning Wheels. Nur mit anderen Zeichen drauf. Und die Farbe ist sehr herrlich hier momentan. Dieses Sonnenlicht, was zwischen den Bäumen langeiert. Ja, ist schön. Ja. Richtig schön idyllisch. Alter, bist du schnell. Ich bleib an jedem Busch, bleibt der irgendwie hängen. Verliert ein paar km/h. Ja, hier ist doch eh bei 40 nach den Bodenwellen. Ja. Oh, jetzt hier. Oh. 33. Ist hier eine Artillerie? Mhm. Irgendwer hat Arti gerufen? Zeus? Ja, ich habe das A-Team gerufen. Das A-Team. Mein Panzer bremst nicht mehr, der Vollgas. Ich höre Schüsse. Das ist die Arti, die gerade einschlägt. Ich fahr dir hinterher. Also mit meinem Panzer nicht sehr viel bouncen. Scheiße, ich bin zu fett für die Gasse. Mach dich dünn. Macht er den Hydranten kaputt? Toffel. Panzer waschen. Ja, Unterbodenwäsche. Ja, ja, genau. Gegen Rost. Oh Gott, Alter. Ich wüsste mal eure Motoren. Okay. Also ich habe das Gefühl, dass meiner nicht so geeignet ist für Offroad. Ja, fahr auf der Straße, guck mal, wo er steht. Dann bin ich ja tot. Oh. Wer, wo, was? Hey, hey, hey. Alter. Von rechts. Von rechts, dieses rechts. Da ist er. Ah, schnell, schnell. Ah, oh, habe ich dich wenigstens einmal getroffen, Zeus? Nee. Ah, schade, weil ich habe genau... Aber Tommy hätte sich noch weiter umdrehen können. Hätte nicht stehen bleiben müssen. Ich habe genau in dem Moment gedrückt, ja, wo ich in die Luft geflogen bin. Ja, das ist... Das ist doof. Dabei bin ich nur ein Panzer 3J. Mit anderen Zeichen. Sah auf jeden Fall mächtig aus im Vergleich zu meinem. Also, aber auch ein langsamer Turm. Ja, okay. Etwas schneller als die anderen Panzer 3er. Und dort kann jetzt ein Baum her. Hä? Oh. Da wird er schon erkannt. Jetzt hat er sich versteckt. Ist sogar eingesmoked, der Sausack. Und schickt eine Arti, die Drecksau. Also wenn ich das schon hab, dann kann ich. Ich weiß gar nicht mal, wie viel Durchschlag der Ding hat. Ach, nur 80. 80 Le Pen. Ach, Alter. Ich hänge an der Hauswand fest. Aua. Lasst sie das, ich hasse das. Aua. Hat das Laster nicht gesagt? Ladeschütze? Schon wieder? Ja, ich hab zwei davon. Hörst du jetzt mal auf damit? Aha. Geh weg! Ja. Jawoll! Tag gerettet. Ich kann von der Hausecke nicht weg, Mann. Hä? Soll ich anschubsen? Ja, das ist gut. Ich fahr mal einen guten Geländetruck hier. Klimpert ihr mir vorhin Wetter, Alter. Zwei Ladeschützen tot. Zweimal? Ja, den linken und den rechten. Jetzt muss ich ja noch ein bisschen länger warten, bis ich geladen habe. Und du hast mir eines nur in Lager angeditscht. Was für ein Lager? Munitionslager. Achso. Ich will's gar nicht wissen, was ich verstanden habe. Wahrscheinlich nichts Jugendfreies. Genau.
Ja, ich. Wie du den Schuss überlebt hast, das ist eine Frage. Ja, ein bisschen Glück gehört auch dazu. Hörst du mal auf, Otto! Oh, ich dachte, da wäre ein Zaun. Scheiße. Finger an der Wand. Hör auf, Zeus, hier ist ein Haus! Ich häng wieder an der Hauswand fest, Alter. Der geht ein Kilometer drüber, glaube ich. Au. Fürchte, ich muss los. So, Leute, dann bis nächstes Mal. Was? Nee? Ehrlich jetzt? Ja. Ja. Das ging ja schnell. Ja. Mia, danke für dein Resub. Vielen Dank. Du machst einen Monat. So, dann haut rein. Ja, ja, du auch. Hat Spaß gemacht. Am Anfang nicht, aber dann ja. Ja. Können wir ja irgendwann mal wieder machen. Ja, immer wieder sonntags ist das Motto. Ja. Gut, dann springe ich hier schon mal raus. Haust du auch ab? Rein. Ja, ich muss zu Valorant ein bisschen psychische Unterstützung leisten. Ah. Okay, was mache ich denn dann? High on Life? Klingt nach einem Plan, ja. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Wir können ja im Discord verbunden bleiben, wenn du willst. Können wir weiter quatschen. Ich muss rüber in Voice, leider. Achso. Ja, naja, alles klar. Dann danke, dass du noch reingekommen bist. So. Komme ich denn hier wieder raus? Hilfe! Ah. So, dann verabschiede ich mich hier schon mal. Wir hören uns. Ja, alles klar. Viel Spaß. Danke fürs Kommen. Jo. Und ja, bis zum nächsten Mal. Jo. Tschüss. Alles klar. Ciao.